Gleich zu Beginn aber wollen wir über die Bilder sprechen, die uns jetzt nach und nach und immer deutlicher aus den USA erreichen. Jetzt, nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat, wird nämlich immer klarer, wie unglaublich gewalttätig, wie hasserfüllt das wirklich war, was vor wenigen Tagen in Washington passiert ist. Die Analysen laufen, Zusammenhänge werden plötzlich sichtbar. Und wir wollen mit Ihnen beiden nicht nur darüber sprechen, wie es dazu kommen konnte, sondern vor allen Dingen auch, was die Konsequenzen sind und ob es die richtigen sind. War es beispielsweise richtig, den Twitter-Account des Präsidenten zu sperren? Er kennt die politischen Verhältnisse in den USA bestens, spätestens seitdem er unter anderem die Kampagne von Obama mitbetreut hat und sagt, plötzlich ist Trumps Handy nicht mehr mehr wert als ein Backstein. Was bedeutet das für die Meinungsfreiheit? Und wie sieht er das? Ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, designierter Programmdirektor des MDRs, lange Amerika-Korrespondent gewesen, der in einem brillanten Buch dieses Wahnhafte beschreibt, das die USA erfasst hat. Ein Land, von dem er sagt, die Amerikaner sind mittlerweile nicht mehr in der Lage, es ist ein interessanter Gedanke, sich auf eine Wirklichkeit zu verständigen. Es gibt mindestens zwei. Und die eine davon findet im Internet statt. Regulieren, eingreifen, sollten Unternehmen das wirklich dürfen oder sollte das nur der Staat machen? Herzlich willkommen Julius van der Laar und Klaus Brinkbäumer, freue mich sehr. Ja, und der Dritte im Bunde arbeitet gerade an einer Reportage mit dem Titel Comeback für Amerika, Fragezeichen. Auch er ein exzellenter Amerika-Kenner, der diese Ausschreitungen nicht nur erlebt hat, sondern auch selbst Opfer wurde. Schönen guten Abend nach Washington, Elmar. Guten Abend in die Runde nach Hamburg. Hallo. Ja, Elmar, die Demokraten haben gestern ja ein Impeachment-Verfahren eingeleitet. Wie ist der aktuelle Stand? Und was bringt das jetzt noch 10 Tage vor Ende? Ja, zunächst mal haben sie eine Resolution verabschiedet oder wollen eine verabschieden heute. Das wird am Abend passieren. Und da will man Mike Pence, den Vizepräsidenten, auffordern, er soll doch bitte Donald Trump absetzen. Das kann er nur, wenn er mit der Mehrheit des Kabinetts sich zusammentut und dann tatsächlich nach dem Zusatzartikel 25 den Präsidenten absetzt. Mhm. Dann geht das hin und her. Der Präsident kann Einspruch einlegen. Also das ist, um Druck auf Mike Pence auszuüben und ein Signal zu setzen. Aber wenn er das Ultimatum nicht erfüllt innerhalb von 24 Stunden, dann könnte schon morgen eben der Kongress, das Repräsentantenhaus zumindest, über einen Artikel des Impeachment entscheiden. Und wenn es das tut und mit Mehrheit dafür stimmt, dann wäre Donald Trump der erste Präsident der amerikanischen Geschichte, der zweimal impeached wurde. Das heißt noch nicht, dass er des Amtes enthoben ist. Denn dafür muss der Senat ja noch einen Prozess abhalten. Und das ist unwahrscheinlich, dass das vor dem Amtswechsel in einer Woche passiert. Dennoch unterstellt, es käme dazu. Was würde das bedeuten, Elmar? Was hätte das für Konsequenzen für Donald Trump? Also die erste Konsequenz ist natürlich, dass er ganz klar in die Geschichte als der wohl schlimmste Präsident eingeht. Die zweite unmittelbare für ihn wäre, dass man ihm verbieten könnte und dafür reicht, nach einer Amtsenthebung, also nach dem durchgezogenen Impeachment-Verfahren, auch eine einfache Mehrheit im Kongress. Man könnte ihm verbieten, wieder irgendwo ein Amt anzutreten, ein Amt zu tragen in den USA. Das würde dann dafür sorgen, dass er keine Chance mehr hätte, in 4 Jahren noch einmal wieder anzutreten. Damit hat er ja in den letzten Wochen immer mal wieder gedroht. Bevor wir gleich zu diesen Bildern kommen, die uns nach und nach erreichen und die immer deutlicher machen, was da wirklich passiert ist in der vergangenen Woche, Elmar, ich habe eben gesagt, 10 Tage sind ja gar keine 10 Tage mehr, noch 8 Tage, ne, bis zur Inauguration. Würde das denn theoretisch reichen, um das durchzuziehen? Zeitlich meine ich jetzt. Also es würde nicht reichen, glaube ich, um den Senatsprozess tatsächlich durchzuziehen, weil man will ja selbstverständlich auch den Angeklagten hören. Das ist ein Verfahren, wie es eigentlich hier in Amerika von der Verfassung und von den Regeln vorgeschrieben ist. Also unmöglich eigentlich vor der Amtseinführung von Joe Biden das zu schaffen. Aber einige Rechtsexperten sagen, das macht nichts. Man könnte auch danach tatsächlich in den ersten Wochen nach Amtseinführung dieses Verfahren zu Ende bringen. Mhm. Da streiten sich die juristischen Geister ein wenig, aber das könnte gelingen. Das Problem ist nur, es lenkt natürlich von dem ab, was Joe Biden dringend braucht, nämlich er muss all seine Kabinettsmitglieder vom Senat bestätigen lassen. Mhm. Und es wird sicherlich auch die Polarisierung im Lande noch einmal deutlich verstärken. Wir werden auch gleich mit Julius van der Laar und Klaus Brinkbäumer noch mal ausführlicher darüber sprechen, was das im Zweifel auch bedeutet, wenn man das Narrativ sozusagen des Märtyrers dann noch mal aufgreift.
greift, welche Konsequenzen das haben könnte. Trump selbst, Elmar, hat heute reagiert und hat sich im Grunde, war auch ein wenig überraschend, selbst freigesprochen von der Verantwortung. Und wir hören einmal ganz kurz rein, das, was er heute gesagt hat. We want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. And you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. So if you read my speech, and many people have done it, and I've seen it both in the papers and in the media, on television, it's been analyzed, and people thought that what I said was totally appropriate. And if you look at what other people have said, politicians at a high level, about the riots during the summer, the horrible riots in Portland and Seattle and various other places, that was a real problem. Also Emma, es ist der bekannte Sound. Was will er damit erreichen? Kommt er damit durch? Ja, er will natürlich in erster Linie seinen Anhängern signalisieren, ihn trifft keine Schuld, er hat sie nicht angestiftet. Ich würde da mal widersprechen wollen. Wir haben mit den Demonstranten, die zunächst noch Demonstranten waren, danach waren sie Extremisten, die Gewalt ausgeübt haben. Mit denen haben wir ja geredet, als wir letzte Woche da waren. Und einige haben sich ganz klar auf diese Rede bezogen und haben gesagt, der Präsident hat uns ja aufgefordert, hierher zu kommen. Und deswegen kann man schon eine direkte Verbindung herstellen zwischen der Rede von Donald Trump und dem, was anschließend im Kapitol passiert ist. Aber das Zweite, was er will, natürlich eben ganz klar machen, er ist unschuldig, wenn es zu einem Impeachment-Verfahren kommt. Und er will das als Werkzeug nutzen, um seine Anhänger einfach weiter anzustacheln. Und das ist brandgefährlich. Hier in Washington werden die Sicherheitsmaßnahmen massiv erhöht in diesen Tagen, auch für nächste Woche und auch für das jetzt kommende Wochenende schon. Denn am Wochenende befürchtet das FBI sowohl hier in Washington als auch in den Hauptstädten von möglicherweise alle 50 Bundesstaaten bewaffnete Proteste. Und das könnte, ich sag mal, sehr ungemütlich werden. Donald Trump hat das eben im Grunde kleingeredet und sagte, ich habe eigentlich gar nichts Schlimmes gesagt. Wir schauen uns einmal kurz eine Szene an, die gerade in den USA für sehr viel Diskussion sorgt. Das ist die Situation eines Polizisten, der dann irgendwann eingeklemmt in einer Tür steht und sozusagen um sein Leben bettelt. Und wenn man sieht, mit welcher rohen Gewalt diese Demonstranten davor gehen, gleich am Anfang auch zu sehen, wie man sozusagen an seiner Maske zerrt und diesen armen Mann im Grunde da quält. Welche Diskussionen lösen diese Bilder in den USA aus, Elmar? Ja, es wird hier ganz klar gesagt, das waren Extremisten, das waren Aufrührer und teilweise waren sie auch gut organisiert und vorbereitet. Wir hatten es ja mit sicherlich Hunderten, vielleicht Tausenden auch von Milizenanhängern zu tun. Die waren, das haben wir gesehen, gut ausgerüstet. Die hatten Funkgeräte mitgebracht, die haben untereinander kommuniziert. Man hatte das Gefühl an der einen oder anderen Stelle, dass auch taktisch vorgegangen wurde, um eben in das Kapitol einzudringen. Und die waren eben auch zur Gewalt von vornherein wild entschlossen. Es haben sich dann viele sicherlich auch ein Stück weit mitreißen lassen. Aber ich glaube, man kann ganz klar sagen, es war nicht einfach nur ein Mob, sondern es war auch eine gewisse Organisation dahinter. Die Brutalität hat sich nicht nur gegenüber den Polizisten entladen, sie hat sich auch entladen gegenüber Journalisten. Ein Kollege von AP beispielsweise wurde in die Menge hineingezogen. Vielleicht können wir Elmar einmal kurz auch diese Bilder zeigen, wenn du es gerade ansprichst. Genau, die Bilder haben wir auch vorbereitet, Elmar. Wir können sie einmal vielleicht kurz zeigen, wenn die Regie uns die Bilder gleich mal zuspielt. Das ist ein AP-Kollege. Du selbst bist hier auch Opfer von Übergriffen geworden. Wir haben das in der vergangenen Woche schon gesehen. Euer komplettes Gerät, euer technisches Gerät im Grunde zertrümmert worden ist. Das heißt, was erzählen die anderen Kollegen, was erzählen dir Journalisten, die dort auch am Kapitol waren, über das, was da passiert ist, Elmar? Ja, alle hatten eigentlich das gleiche Gefühl. Die da unterwegs waren, einerseits waren sie völlig überzeugt, das absolut Gute zu tun. Ich formuliere das mal so. Die waren der Meinung, dass sie im Recht sind und dass sie das Recht haben, ins Kapitol einzudringen, dass sie das Recht haben gegen Verräter. Und aus ihrer Sicht sind viele Abgeordnete Verräter, auch der Vizepräsident. Da wurde gerufen, hängt Mike Pence. Und auch die Medien wurden als Verräter, als Feinde des Volkes bezeichnet. Man hat hinterher aus unseren Kabeln dann
Galgenschlingen gewunden und an den Baum gehängt. Wahnsinn. Und Ähnliches. Also es ist schon sehr klar und eindeutig. Und die fühlen sich so im Recht, die sind so davon überzeugt, dass diese Wahl gestohlen wurde, dass das natürlich gefährlich ist. Und sie sind nur deshalb davon so überzeugt, weil sowohl Donald Trump als auch zahlreiche Abgeordnete der republikanischen Partei in den letzten Wochen und Monaten immer und immer wieder diese Lüge verbreitet haben, dass diese Wahl gestohlen worden sei. Weil du das gerade ansprichst, Elmar, waren ja auch zum Teil sehr prominente Vertreter auch der republikanischen Partei mit dabei bei diesem sogenannten Sturm auf das Kapitol. Speziell zwei Namen fallen mir da ein. Ja, Derek Evans, wenn ich den Namen richtig behalten habe, ist tatsächlich ein Abgeordneter der Republikanischen Partei aus West Virginia. Mhm. Er war mit beim Sturm aufs Kapitol dabei. Er behauptet, er habe sich nicht an Gewalt beteiligt, hat aber im Internet dann fröhlich geschrieben, wir sind drin, wir haben es geschafft. Er ist mittlerweile von seinem Amt zurückgetreten. Desgleichen ein ehemaliger Abgeordneter der Republikanischen Partei aus Pennsylvania, Rick Sikorum, glaube ich, heißt er. Mhm. Dieser Mann hat tatsächlich, während er da unterwegs war, ein Video gepostet, in dem er sagt, wir brechen in das Kapitol ein, wir werden die Verräter auch in den eigenen Reihen der Republikanischen Partei aus dem Haus hinauswerfen. Und das könnte man als Aufwiegelung zur Gewalt ansehen. Auch gegen ihn wird ermittelt. Also es sind führende Mitglieder aus Landesverbänden der Republikanischen Partei an diesen Ausschreitungen beteiligt gewesen. Das heißt, Elmar, das Narrativ, die Erzählung, da gab es eine Protestaktion, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, die ist spätestens jetzt, wenn man diese Bilder und diese rohe Gewalt sieht, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und das deckt sich auch mit dem, was eine Frau kurz nach der ganzen Aktion in die Kameras erzählt hat. Und da wird klar, wie selbstverständlich das für sie war, was man dort gemacht hat. Wir hören mal kurz rein. I got maced. You got maced. By the police. And what happened? You were trying to go inside the Capitol? Yeah, I made it like a foot inside and they pushed me out and they maced me. What's your name? Where are you from? My name is Elizabeth. I'm from Knoxville, Tennessee. And why did you want to go in? We're storming the Capitol. It's a revolution. Es ist, wenn es nicht so tragisch wäre und so traurig wäre, genau, wäre es schon fast wieder unterhaltsam. Die Amerikaner haben jetzt auch ihre Jana aus Kassel, würde ich mal sagen, Elmar. Ja, das ist so und das ist eben gefährlich. Nochmal, ich hatte aus dem, was wir erfahren haben von diesen Menschen, eben das Gefühl, die glauben, das absolut Gute zu tun. Und das hat mich erinnert an etwas, was uns Joschka Fischer einmal gesagt hat. Er hat nach dem 11. September seinen Mitarbeitern gesagt, als diese Bilder, diese unglaublichen halt zu sehen waren, die das machen, glaubt nicht, dass die das Böse sind. Das ist nicht das Böse, das sind Menschen, die glauben, das absolut Gute zu tun, so wie im Dritten Reich Himmler und die Nazis. Er hat das damals so verglichen und ich glaube, das ist nicht so viel anders. Man muss natürlich vorsichtig sein, das trifft bei weitem nicht auf alle zu, die wir da gesehen haben. Aber dieser feste, unerschütterliche Glaube, dass man im Recht ist, der ist der fruchtbare Boden auch eben für Gewalt. Und ich habe vor ein, zwei Stunden mit dem ehemaligen stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater aus der Obama-Administration gesprochen, Ben Rhodes, der ganz klar sagt, das ist der Boden, dass wir in den nächsten Jahren hier in den USA Attentate, Terroranschläge erleben werden. Und er hofft, dass der Präsident und die Vizepräsidenten gut genug geschützt sind. Aber er glaubt, dass gerade auf regionaler Ebene, in den Bundesstaaten, auf lokaler Ebene Funktionäre, Beamte der Regierungen und auch der Mitarbeiter der Demokratischen Partei, teilweise auch Republikaner, die als Verräter angesehen werden, in großer Gefahr sind. Weil du das gerade ansprichst, Elmar, der Schutz der politischen Repräsentanten. Vielleicht schauen wir uns einmal eine Szene an, in der eine wichtige Rolle spielt ein Sicherheitsbeamter, Eugene Goodman, glaube ich, heißt er, der sich im Grunde ganz allein vor dieser geifernden Masse aufbaut. Und der in den USA offenbar gefeiert wird. Was ist die Geschichte dahinter, Elmar? Ja, Eugene Goodman hat sehr geschickt reagiert, weil er ganz alleine war, stand diesem Mob gegenüber und hat diesen Mob die Treppe weiter hochgelockt, aber eben weg von der Senatskammer. Denn wenn sie rechts abgebogen wären, die Extremisten nenne ich sie mal, dann wären sie direkt an die Eingangstür der Senatskammer gelangt. Eugene Goodman hat sie abgelenkt und weiter die Treppe hochgeführt. Mhm. Ja, genau. Und bis
an einen Raum, einen größeren Raum hat er sie weitergeführt. Also sie haben sich von ihm gewissermaßen mitziehen lassen. Er hat ja einen auch geschubst, um ihn zu provozieren. Und in diesem größeren Raum dann hat er Verstärkung bekommen. Seine Kollegen sind ihm zur Hilfe geeilt. Das hat, glaube ich, wertvolle Zeit den Abgeordneten verschafft. Denn in der Tat war es knapp. Senatoren und Abgeordnete sind relativ knapp vor dem Mob dann entkommen. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, das muss man ehrlicherweise sagen, dann wäre es möglich gewesen, dass Abgeordnete als Geiseln genommen und möglicherweise ja auch getötet worden wären. Auch diese Bilder gibt es mittlerweile, Menschen, die da mit Kabelbindern ausgestattet da rein sind. Also offenbar gab es tatsächlich genau diese Pläne. Also nochmal die Geschichte, da ist ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen, die kann man da nicht mehr erzählen. Ich habe mich in der vergangenen Woche schon gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn diese wütenden Leute plötzlich auf Nancy Pelosi getroffen wären. Und habe mir gedacht, wahrscheinlich hätte es dann so einen Restanstand gegeben, so einen Restrespekt, der dazu geführt hätte, dass man ihr nichts antut. Ich bin mir nicht mehr sicher, nachdem wir auch diese Bilder hier gesehen haben, wie brutal diese Leute, die ja von sich sagen, wir sind sozusagen auf der richtigen Seite, wir gehören zu den Guten, wir stehen für Law and Order, ja, für den Anstand, für die Richtigen in diesem Land, prügeln aber hier in dieser Szene wie besinnungslos auf einen Polizeibeamten ein, der diese Situation glücklicherweise überstanden hat. Ein anderer hat es nicht überlebt. 5 Tote gibt es mittlerweile. Das heißt, auch diese Szene hier, Elmar, die wir da gerade sehen, welche Diskussionen laufen darüber gerade in den USA, auch bei den Republikanern, also bei Vertretern dieser Partei, die zumindest einen Teil der Verantwortung für das hat, was da passiert ist? Ja, ich habe für unsere Dokumentation auch mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei, Michael Steele, gesprochen. Und er sagt ganz klar, die Republikanische Partei ist schuldig der Kollaboration mit diesen Aufständischen. Sie kann das nicht einfach abstreifen und so tun, als wäre man nicht mitverantwortlich, weil eben führende Abgeordnete der Republikaner die Grundlage dafür geschaffen haben, indem sie immer und immer wieder die Lügen verbreitet und auch den Hass gegen den politischen Gegner geschürt haben. Michael Steele ist der Meinung, das wird sehr, sehr schwer werden, diese republikanische Partei noch zu retten. Er glaubt, man müsse es versuchen, aber er zweifelt daran, ob sich genug innerhalb der Republikaner finden, dann den Trumpisten wirklich die Stirn zu bieten. Denn Donald Trump wird auch, nachdem er das Amt verlassen hat, natürlich versuchen, an der Spitze dieser Bewegung weiterhin den Ärger anzufachen. An der Spitze dieser Bewegung, was heißt das in der Perspektive? Was wird dort in der amerikanischen Öffentlichkeit diskutiert? Sehen wir bald möglicherweise eine dritte Partei, die Partei der Trumpisten beispielsweise? Oder wie könnte das aussehen? Also wenn, dann wäre diese dritte Partei eine Partei, die aus ehemaligen Republikanern gegründet würde, die sich wieder den republikanischen Idealen verpflichtet fühlt, die man eigentlich nirgendwo mehr erkennen kann in der derzeitigen republikanischen Partei. Also die Abspaltung wäre im Grunde genommen die erneuerte Partei. Denn man muss ehrlicherweise sagen, mit allein über 138 Abgeordneten hier im Kongress, mit vielen, vielen Abgeordneten und Trump-Anhängern in Ämtern quer durch alle Bundesstaaten, ist der größere Teil der Republikanischen Partei, der Struktur der Republikanischen Partei, eindeutig dem Trumpismus verfallen, einer Art Personenkult um Donald Trump. Offenbar auch mit so großer Angst vor ihm, dass sie nicht bereit sind, sich von ihm loszusagen. Man muss sich vorstellen, nach dem, was da letzte Woche passiert ist, sind dann Abgeordnete tatsächlich noch aufgestanden im Parlament und haben so getan, als wäre die Wahl nicht legitim und haben noch mal Einspruch eingelegt. Deswegen hat es dann stundenlang gedauert, bis das Wahlergebnis offiziell beglaubigt worden ist. Also diese republikanische Partei, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ist eigentlich nicht zu retten. Die Vernünftigen müssten eigentlich eine neue Partei gründen. Ob ihnen das gelingt, ist allerdings völlig offen. Diese Bilder rühren tatsächlich an Idealen, an Werten, an Überzeugungen, die wir alle teilen und die für uns alle für ein demokratisches Land wichtig sind. Reden wir auch gleich hier ausführlich am Studio darüber. In 8 Tagen die Inauguration von Joe Biden. Was erwartet man da? Das ist das eine. Und die zweite Frage, wird Joe Biden in der Lage sein, eine große Rede zu halten, die es jetzt so dringend bräuchte? Das eine hängt leider eng mit dem anderen zusammen. Also es wird erwartet, dass die Sicherheitslage sehr, sehr angespannt ist. Die Mall, also der Bereich vor dem Kapitol, ist komplett jetzt schon abgeriegelt. Es soll Gäste geben.
Es gibt sicherlich sehr viel Polizei, Nationalgarde, die das Ereignis schützen wird. Aber ich sag mal, wenn entschlossene Kleinstgruppen, die bewaffnet sind, in irgendeiner Form Angriffe starten wollen, entlang dieser Mall und die Veranstaltung stören wollen, dann ist das leider nicht ausgeschlossen. Und deswegen wird auch diskutiert darüber, ob man nicht das Ganze noch ein Stück kleiner macht. Mit anderen Worten, die Vereidigung irgendwo drinnen macht, im kleineren Kreis. Das wiederum erweckt dann aber leider den Anschein, dass man Angst hat. Also, genau. Es wird ein ganz schwieriger Spagat werden für den neuen Präsidenten. Und in seiner Rede muss er im Grunde genommen trotzdem am Ende die Brücke schlagen zu all jenen, die noch vernünftig sind, die vielleicht auch schockiert sind von dem, was vor einer Woche geschehen ist, und versuchen klarzumachen, dass er ein Präsident für alle Amerikaner sein will. Eine letzte Frage noch einmal mit der Bitte um kurze Antwort, bevor wir das gleich ja auch aus deutscher Sicht diskutieren, weil uns das ja am Ende alle betrifft und das eine Debatte ist, die seit langer Zeit schwelt. Wie wird in der amerikanischen Öffentlichkeit aufgenommen und auch diskutiert die Tatsache, dass jetzt nicht nur der Twitter-Account des Präsidenten, also seine wichtigste Plattform, dass die für ihn nicht mehr zugänglich ist, weil die Unternehmen gesagt haben, das wollen wir so nicht mehr. Jack Dorsey, der Chef von Twitter, hat das jetzt noch mal klar gemacht. Wohl auch unzählige andere Accounts von QAnon-Mitgliedern zum Teil gesperrt. Das heißt, wie wird das dort diskutiert? Weil Free Speech ja in den USA ein ganz, ganz hehres Ideal ist und viel, viel weiter geht als beispielsweise hier bei uns. Ja, wird sehr kritisch diskutiert, weil genau viele das Gefühl haben, hier wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Es zieht nicht so sehr das Argument von Donald Trump, dass man sagt oder dass er sagt, man nimmt ihm die Plattform weg, die Möglichkeit, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Das ist Blödsinn. Er kann das vor jeder Kamera machen, auch vorhin, als er zum Hubschrauber ging. Das wird im ganzen Land ausgestrahlt. Das ist kein Problem. Aber es wird als Doppelmoral empfunden, wenn sein Twitter-Account gesperrt ist, während das von Diktatoren rund um den Erdball, dem iranischen Revolutionsführer, von Kriminellen und Verbrechern rund um den Erdball weiterhin noch funktioniert. Also das sehen auch viele Amerikaner sehr kritisch, egal welcher Partei sie angehören.